Ich sehe sie! Colonel, Corporal St. John mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standorte. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle, Corporal. Garrett Ende. Ja, Sir. Mieser Ficker. Okay, komm schon, ihr Arschlöcher, los geht's! Ich dachte, da ist jemand. Oh nein! Renn! Ich muss nachladen. Lieutenant, sind Sie hier? Okay, Moment, ich komme. Okay, Moment, ich komme. Wie zum Teufel geht's Ihnen, Lieutenant? Oh, St. John. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut
den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Colonel, Sir, mache Meldung. Scheiße, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille aus. Sie sagte, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John, Ende. Colonel, Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht. Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter-Camp allein ausgelöscht haben? Tja, ich konnte Sie ja schlecht im Stich lassen, Sir. Sehr gut, Corporal. Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen. Ich verstehe langsam, warum.
Ja, ein Neuro-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen. Na los, wir müssen uns beeilen. Ist der sicher betäubt? Ja, ganz sicher. Das war genug Ketamin, um einen Dinosaurier umzuhauen. Feldnotiz 2020. Das war ein Exemplar Ursus Americanus Mutans. Ranger Bear. So werden sie von den Driftern genannt. Es ist immer gut, die lokale Umgangssprache zu kennen. Danke, Corporal. Das Subjekt verliert zunehmend Fell und nimmt rapide an Masse zu. Gewicht schätzungsweise 400 Kilogramm. 20% mehr als bei der letzten Messung. Ein echt großer Bär. Das ist kein Bär, Corporal. Nicht mehr. Mein Vater, er hat sie gejagt. Nicht hier, aber in Nordkalifornien. Er hat mir mal die Maße des größten je getöteten Schwarzbären genannt. Ich bin gespannt. New Brunswick, 1972, über 1000 Pfund. Beziehungsweise 500 Kilogramm für meine Aufzeichnungen. Ich bin mir ganz sicher, wenn seine Mutation abgeschlossen ist, wird er größer sein. Na los, verschwinden wir von hier, bevor er aufwacht. Ganz Ihrer Meinung. Ihr hättet ihn ja auch töten können, dann könnte er jetzt nicht mehr versuchen, uns zu fressen. Noch ein Signal. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Ein paar Vitamine. Hey, haben Sie morgen Dienst? Hab noch nicht nachgesehen. Sie? Ich bin 4 Tage am Stück eingeteilt. Dürfen die das eigentlich? Haben Sie es getan? Ja. Dann dürfen Sie es wohl auch. Wir haben eine Menge zu tun und nur wenig Zeit. Ja, das weiß ich, aber scheiße, Doc. Ich meine, die nehmen uns echt hart an. Nicht hart genug. Wie? Hattet ihr keine Zeit, in euren beheizten Bunkern eine Runde Dame zu spielen? Was für Luxusprobleme. Oh, noch ein Neuro-Injektor. Gut. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen.
Ein Mikrorekorder. Wie viel Benzin haben wir? Genug für den Rückweg zur Basis. Benzin kann ich denn. Okay. Wieso, warum? Noch was vor? Ich habe überlegt, die Fallen drüben bei Thielsen zu checken. Oh Mann, so weit kommen wir aber nicht. Setzen Sie es für morgen auf den Plan. Ja. Okay. Mal sehen. Schrott ist immer gut. Besucherzentrum. Das muss es sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hefe. Küche. Ja, gut. Das Zeug muss in der Küche sein. Oh, Scheiße. Brecher. Großartig. Brecher. Hätte es nicht mal einfach sein können. Scheiße.
Das war der letzte. Okay. Wo zum Teufel ist die Hefe? Alles klar. Hefe, Hefe. Ah, hier ist sie ja. Ja. Ich hoffe, das ist genug. St. John an Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Deacon, Corporal St. John, ja. Ich habe den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hefe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, nur aus Neugier, wozu brauchst du... Sorry, ich habe zu tun, ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker, Ende. Okay. Gern geschehen. Oh, Gott verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja. Ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Milizarschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Deacon. Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, nein, wo einer nein. ist. Nein, ich mache damit virale... Proteine, die dann... Sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Brot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich tun? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung. Von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön. Schön, wie du meinst. St. John, Ende. Hey, Doc. Komm rein. Siéntese. Nimm Platz. Nimm Platz. Mhm. Mal sehen. Und? Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientes. Hör mal, Corporal.
Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das, das da war kein Holzofen. Na schön, halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe. Aber ich will, dass du in ein paar Tagen noch mal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. St. John, komm! Taylor und Deacon St. John! Hey. Taylor! Lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst, du wärst dem Kerl zu nahe gekommen, den du verfolgt hast. Oh, ich bin nah dran. Ich stehe in seinem Scheißgarten. Ey, ich brauch dich, Mann. Bin bei einem kleinen Camp, südlich vom Crater Lake, beim South Rim Drive. Taylor, hör mir zu. Keine Ahnung, was du machst, aber du... Oh nein! Nein, lass mich los! Hey! Taylor? Ach, verdammt! St. John an Lieutenant Whittaker. Kommen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja, Hey, ich hab mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat. Wo finde ich das? Oh Mist, ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ende. Silikat, was zum Teufel ist das überhaupt? St. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält, bei Sonnenaufgang, am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll, ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Zeit kamen viele neue Rekruten zu uns. Seid willkommen. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt, das habt ihr selbst in eurer Hand. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei, wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen, doch ich verspreche euch, die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt.
Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Haltet euch daran. Dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am? Das ist ein privater Kanal. Dick? Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich. Hier bei uns. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Das glaube ich dir. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker, Ende. Ach ja? Captain Corey, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug! Rückzug! Russell, Bericht! Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemont, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal. Hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff. Verstanden? Ja, Sir. Ganz meine Meinung. Russell, Ende. Los! Bewegung! Los geht's! Wir ziehen ab! Los geht's! Los, los! Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Test-Kits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Test-Kit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Vielleicht in einer der Hütten? Ein Benzinkanister. Das ist interessant. Ja. Na, also. Ein Erz-Test-Kit. Ja. Wie war das?
Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Na los, Erz, zeig mir, wie rein du bist. Ja, rein genug. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Na, also, Zinnober. Und jetzt muss ich das testen. Okay, gut. Ich brauche mehr Zinnober. Ah, Benzin. Oh, dann mal los. Das sollte reichen. Oh, shit. Oh, das ist nicht gut. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Verdammt. Dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Hi. Okay. Okay, mal sehen, wie rein es ist. Hm, schon fast genug. Zinnober, sehr gut, gut. Und Test. Yes, das geht. Okay, ich brauche noch ein oder zwei Proben. Na, also, Zinnober. Gut, das geht. Okay, testen wir das. Nur noch eine. Zinnober? Ja. Na los, Erz, zeig mir, wie rein du bist. Komm schon. Ja, das reicht. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Gut, finden wir es raus. Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt.
Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollten. St. John, gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment. Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka im Zelt. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Weaver, Ende. Ein Nero-Signal? Hier drin? Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Wird schon schief gehen. Ah, noch so ein Mikrorekorder. Was hier wohl passiert ist? Mein Gott, was für ein Brocken. Ja, ja. Ja, absolut. Feldnotiz 2072. Wir sind an Position 69 der... Wo sind wir? In der Lost Cabin Mine. Vielen Dank. In der Lost Cabin Mine. Wir haben ein Exemplar Homo sapiens mutans corporosus mithilfe von 10.000 Milligramm Ketamin eingeschläfert. Mit Verweis auf Feldnotiz 2071, in der 6.000 Milligramm gerade genug waren, den Homo sapiens mutans albino zu betäuben. Wir haben dieses Subjekt von seinem Primärhabitat in den Gebäuden nördlich des Crater Lake verfolgt. Soweit ich weiß, war es das Besucherzentrum dieser Mine. Derzeit haben wir keine Theorie bezüglich der Migrations- und Lebensgewohnheiten des Subjekts, oder... Oder darüber, wieso es so verdammt groß ist. Gibt es dazu eine Theorie? Ja, die haben wir tatsächlich. Echt jetzt? Ja, Bluttests haben gezeigt, dass Homo sapiens mutans corporosus extrem erhöhte Mengen anaboler Steroide aufweisen. Moment, Sie meinen, Sie waren vor der Infektion vollgepumpt mit Doping? Im Grunde genommen, ja. Nicht, dass alle Bodybuilder oder Athleten gewesen wären, die synthetische Androgene nahmen. Einige hatten bestimmt natürlich erhöhte Werte. Das Resultat ist dasselbe. Ja, und das wäre? Die können Sie in der Luft zerreißen. Kommen Sie, packen wir die Proben ein und verschwinden wir von hier. Aufgepumpte Freaks. Na, großartig. Lieutenant. Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung, so ein Scheiß ja, halt. Kapiert. Hey Mann, sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Colonel, Sir, mache Meldung wie befohlen. Corporal, gut, gut. Und wie geht es so mit Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker voran?
Gut, Sir. Ich habe meistens ein paar Anforderungsscheine für Sie zu erledigen. Die geben mir gut zu tun. Gut. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Sie müssen jemanden aufspüren. Eine der Arbeiterinnen ist geflohen. Ihr Name ist Atkins, Crystal. Sie ist leicht zu erkennen. Ihr Gesicht ist voller Tattoos. Knast-Tattoos. Ja, als ich vereidigt wurde. Sie war auch neu und Private Taylor. Ganz genau. Offensichtlich gefiel ihr ihre Arbeit nicht. Sie bestach eine Wache und nahm sich ein Bike. Vor ihrer Flucht brach sie in die Arche ein und stahl Schmuck. Schmuck, Sir? Gewöhnlichen Soldaten ist keinerlei Schmuck erlaubt, Corporal, wie Sie sehr wohl wissen. Ihre Ringe wurden konfisziert, als sie ankam. Sie wollte sie wohl zurück. Ich will sie wiederhaben. Aber sie war keine Soldatin. Das ist ein Befehl, Soldat. Sie weiß zu viel über unser Lager, die Verteidigung. Sie ist ein Problem. Und wir brauchen keine Probleme. Ist das klar, Corporal? Ja, Sir. Ihren letzten Standort finden Sie auf der Karte. Curry sagt, sie wurde bei einem Holzfällerlager im Norden gesehen. Fahren Sie hin. Vielleicht hat sie Freunde in der Gegend, die ihr helfen. Wegtreten, Corporal. Colonel, ich bin jetzt am letzten bekannten Standort. Ist sie dort? Nein, aber hier steht ein Bike der Miliz, also allzu weit kann sie nicht sein. Sehr gut, Corporal. Machen Sie weiter. Garrett Ende. Ah, ein Miliz-Bike. Das muss dann wohl ihres sein. Okay, was ist hier passiert? Das Bike blieb liegen und du bist ziemlich ausgerastet. Ich will verstehen. Kleine Stiefelabdruck. Ist von ihr. Sie ist da lang. Das ist es. Was ist das? Sie hat wohl was verloren. Was hast du verloren, Crystal? Denn was auch immer es war, du wolltest es unbedingt zurückhaben, hm? Was ist das? Okay, das ist der erste. Der Stiefel. Ja. Lass mich genau umschauen. Was ist das? Oh, gelber Schnee. Ich meine, okay, wenn man muss, dann muss man. Hier ist hier draußen alles völlig egal, oder, Crystal? Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang.
Los, Deckungsfeuer! Wir sehen dich! Du bist dich wohl toll! Verdammt! Diesmal nicht! Wir haben ihn! Ha, sieh mich doch mal an! Glaubst du echt, das bringt irgendwas? Rücke vor, gib! Vorrücken! Die sind hin! Was redest du da die ganze Zeit? Alles in Ordnung. Nein, vergiss es! Feuer frei! Gib auf! Leg die Waffen weg! Wir bringen dich nicht um! Du hast unser Wort! Wir wollen niemandem etwas tun! Das war's.
Oh, scheiße. Du hast echt die falschen Freunde. Leck mich! Hey, hey, ja, kennst du mich nicht? Ich weiß, wer du bist. Hast auf der Bühne gestanden und bist dem Colonel in den Arsch gekrochen wie ein braver kleiner Soldat. Oh, heilige Scheiße. Weißt du, warum ich hier bin? Ich nehme an, der Colonel hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Dann los, mach schon! Ist mir scheißegal! Was machst du denn da? Ich töte dich nicht. Ich brauch nur die Ringe. Das sind meine Scheißringe. Diese Wichser haben sie mir gestohlen. Es sind meine! Ja, das stimmt. Aber die Ringe oder dein Leben. Also, was ist dir lieber? Fahr doch zur Hölle! Gern geschehen. Colonel, Sir, mache Meldung. Ich bring das Diebesgut zurück. Corporal, ja, die Frau, eine Diebin und Mörderin. Hat sie Widerstand geleistet? Ja, Sir, ja, das hat sie. Sie hat sich heftig gewehrt, aber das war kein Problem für mich. Sie kämpfen für die Rechtschaffenheit, Corporal. Denken Sie nicht mehr daran. Menschen wie Sie, Lügner, Diebe, Mörder, Süchtige, alles Verbrecher, haben dieses Unglück über uns gebracht. Um die ist es nicht schade, um keinen davon. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir, ich gehe zurück an die Arbeit.